Für die Hersteller ist es auch schon schwierig genug, zwei Technologien voranzutreiben, also sprich Verbrennungsmotoren noch zu pflegen und gleichzeitig massiv umzustellen auf die Elektrofahrzeuge. Mit einer dritten Technologie tun sie die PKW-Hersteller dann schon sehr schwer. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserem BKB Finanzcast. Heute mit Professor Peter Pfeffer, Professor für Fahrzeugbau, Fahrzeugtechnik an der Hochschule München. Herr Pfeffer, willkommen in Basel. Danke für die Einladung, freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Wir haben gestern die Gelegenheit gehabt, unseren BKB Börsentalk mit Ihnen abzuhalten. Eine sehr interessante Veranstaltung zum Thema Automobiltechnik, Veränderungen, Transformationen in der Automobilwirtschaft. Wir haben eine globale Herausforderung mit den Klimazielen. Wir haben gesehen, wie in Ägypten dieser Klimagipfel stattfand und nicht so viel Verbindliches beschlossen wurde, wie erhofft. Aber trotzdem bereitet sich auch die deutsche Automobilindustrie auf die Netto-Null-Welt mit Hinblick auf 2050. Also es sind noch fast 30 Jahre, ein langer Zeithorizont für Unternehmen. Wie sehen Sie die Bemühungen oder was unternimmt die deutsche Automobilindustrie, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen? Ist das ein Thema? Ist das in der Strategie schon festgelegt? Ist der Ausstieg aus fossil betriebenen Autos sozusagen schon Programm? Für einige Hersteller auf jeden Fall. Die EU gibt ja klare Vorgaben, wie die Flottenemissionen bezüglich CO2 die nächsten Jahre gesenkt werden müssen. Und dadurch ergibt sich ein klarer Trend oder sind Elektrofahrzeuge gesetzt, da die mit null Emissionen berechnet werden. Und somit kann ein Hersteller die Flottenziele nur erreichen, wenn er Elektrofahrzeuge mit aufnimmt, bis zu dem Ziel hin, dass nur mehr Elektrofahrzeuge angeboten werden. Manche Hersteller sind da schneller und sagen, okay, sie erfüllen diese Vorgaben früher. Andere, wie zum Beispiel Dacia, möchte möglichst lange an der Verbrennungsmotorentechnik bleiben, weil die halt deutlich günstiger ist für die Kunden und für Marken, die halt für günstige Fahrzeuge anbieten wollen, die möchten das so weit wie möglich noch tun. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieser Anreiz für Elektroautos, für batteriebetriebene Autos in der EU-Regulierung jetzt stark verankert. Und das kommt ja auch daher, dass quasi Elektroautos emissionsfrei sind, ganz unabhängig davon, woher der Strom kommt für die Ladung der Batterie. Ist das wirklich so? So hat das die EU definiert, dass Strom als emissionsfrei gerechnet wird für die Automobilindustrie, da diese Stromemissionen bereits im Energiesektor berücksichtigt sind. Also ich könnte zu Hause mit meinem Dieselgenerator Strom produzieren, mein Elektroauto laden und dann gilt mein Fahrzeug als emissionsfrei sozusagen. Ja, wäre wahrscheinlich finanziell hat die beste Möglichkeit. Nicht die beste Möglichkeit, aber um sozusagen ein bisschen aufzuzeigen, dass die Regeln gewisse fragwürdige Aspekte beinhalten. Gut, jetzt gelten diese Regeln und die Automobilindustrie stellt sich um. Und wie schätzen Sie das denn ein? Wird sich das Elektroauto jetzt allein schon aufgrund dieser Regulierung durchsetzen? Oder was geschieht jetzt in den nächsten 10 Jahren? Also die Elektrofahrzeuge sind ja sehr, sehr stark gepusht worden oder auch angewachsen durch Tesla. Die haben ja ein sehr emotionales Produkt in den Markt gebracht und hat sich eigentlich eine eigene Community gegründet um Tesla rum, die, sage ich mal, Tesla sehr, sehr schätzen und auch wahrscheinlich kein anderes Fahrzeug fahren wollten, weil sie das ganze Ökosystem von Tesla sehr schätzen. Dadurch sind natürlich auch die anderen Oberklassehersteller sehr unter Druck gekommen und haben versucht, auch mit attraktiven Angeboten gegenzuhalten. Also zum Beispiel Porsche Taycan, der ja auch sehr, sehr erfolgreich ist. Und dieser Markteintritt von den Elektrofahrzeugen ist eigentlich erfolgt von sehr hochpreisigen Fahrzeugen. Und jetzt geht es darum, möglichst auch günstigere Fahrzeuge anzubieten. Und da arbeiten alle Hersteller mit Hochdruck dran, solche Angebote zu schaffen. Ist schwierig, weil die Technik sehr teuer ist, aber da führt kein Weg vorbei. Also das wird also eine immer größere Bedeutung haben in den Verkaufszahlen,
werden wir immer mehr Elektroautos sehen. Ja, das bedingt einfach diese EU-Gesetzgebung bezüglich den Emissionen. Mhm. Aber gleichzeitig müsste man ja dann auch die Produktion von Strom, also in der Energieversorgung, in der Energiewelt, müsste man ja dann eigentlich auch CO2-neutral, CO2-frei produzierten Strom viel mehr haben aus erneuerbaren Quellen. Also das ist ja etwas, das auch die Automobilindustrie ja fordert und sagt, ja, wir können schon auf Elektroautos setzen, aber gleichzeitig muss natürlich der Umbau der Energieversorgung stattfinden. Ist das hier ein Zusammengehen mit der Automobilindustrie und der Energiewelt oder ist das ein Konflikt? Wie sehen Sie das? Ja, also die Automobilhersteller sind nicht die Firmen, die auch die Kraftstoffe oder die Elektrizität produzieren. Und natürlich wäre oder macht Elektromobilität nur Sinn, wenn wir genug Strom oder der Strom im Wesentlichen aus erneuerbarer Energie kommt. Und deswegen muss der Umbau der Energieversorgung in Richtung CO2-neutraler Stromerzeugung oder Primärenergiebereitstellung massiv vorangetrieben werden, damit die Elektromobilität für die Umwelt Sinn macht. Und Deutschland setzt ja auch in der Energiepolitik auf diesen Weg, soweit ich weiß. Es ist natürlich noch unklar, wie schnell das alles geht. Man redet auch viel über Wasserstoffantrieb und über Wasserstoff als Speichermöglichkeit, auch für Solarenergie. Man redet auch schon lange über Wasserstoffautos, also seit Jahrzehnten eigentlich. Wo stehen wir da? Sehen Sie da demnächst ein marktreifes Produkt mit Wasserstoffantrieb? Ja, also beim Wasserstoff ergeben sich ja zwei, sage ich mal, Probleme, die verhindern, dass man im größeren Stil Wasserstofffahrzeuge sehen. Erstens sind günstige oder preisgünstige Brennstoffzellen nicht verfügbar aufgrund von den Materialkosten und andererseits gibt es nach wie vor ein Infrastrukturthema, dass man eben Wasserstofftankstellen relativ dünn gesät sind. Mhm. Gleichzeitig könnte man den Wasserstoff auch in Verbrennungsmotoren nutzen oder verbrennen. Es hätte den Vorteil, dass man auch nicht so hochreinen Wasserstoff benutzen kann, wie man den beispielsweise durchs Erdgasnetz transportieren könnte. Mhm. Also in welche Richtung das es geht, bleibt abzuwarten. Das ist eine Entscheidung der Regierungen, welcher Infrastruktur das aufgebaut werden kann und soll. Aber in den nächsten 10 Jahren werden wir wahrscheinlich nicht so sehr viele wasserstoffbetriebene Autos sehen im Straßenverkehr sozusagen. Ja, also für die Hersteller ist es auch schon schwierig genug, zwei Technologien voranzutreiben, also sprich Verbrennungsmotoren noch zu pflegen und gleichzeitig massiv umzustellen auf die Elektrofahrzeuge. Mhm. Mit einer dritten Technologie tun sie die PKW-Hersteller dann schon sehr schwer oder möchten natürlich nicht die Investitionen tun. Aber für Nutzfahrzeuge, LKWs, Busse mag das schon Sinn machen. Was sind denn so die möglichen Antriebstechniken, die überhaupt noch im Raum stehen? Also neben elektrisch haben wir Wasserstoff. Ist der Verbrennungsmotor sozusagen zum Aussterben verurteilt oder sehen Sie das anders? Ja, also Europa ist ja bezüglich Automobilverkauf nicht die wichtigste Region. Das ist schon lange abgelöst oder früher war es die USA, jetzt ist es mittlerweile China, wo die Produktionszahlen oder die Verkaufszahlen jenseits der 20 Millionen sind. Und gleichzeitig sehen wir die ganzen aufstrebenden Märkte wie Indien oder Südamerika, die ganz andere Marktanforderungen haben, weil dort sind günstige Fahrzeuge sehr, sehr wichtig und die haben auch nicht die starken Emissionsziele, wie wir hier in Europa haben. Und deswegen wird dort die Verbrennungsmotoren sehr lange noch weiter bestehen. Hier in Europa ist die Frage, ob wir auch E-Fuels, also sprich Treibstoffe einsetzen, die aus erneuerbarer Energie kommen. Dann könnte man auch die Bestandsflotte praktisch ohne CO2-Emissionen betreiben. Also das schließen Sie nicht aus, dass das allenfalls noch möglich wird durch die Herstellung auf industrieller Skala von E-Fuels. Also um die Emissionsziele zu erreichen, benötigen wir das sogar. Mhm. Weil also 2035 werden wir noch eine erhebliche Anzahl von Verbrennungsmotoren
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren im Fahrzeugbestand haben, die werden die nächsten oder normalerweise das Durchschnittsalter in Deutschland von den Fahrzeugen ist 9 Jahre. Also das heißt, typischerweise laufen die Fahrzeuge 18 Jahre und gehen dann in weitere Märkte, sprich Osteuropa oder Afrika. Wenn das so bleibt, dann werden die Fahrzeuge, die wir jetzt verkaufen, noch 20 Jahre bei uns sein. Und das heißt, wir brauchen auch eine Lösung, damit diese Fahrzeuge emissionsfrei unterwegs sein können. Und da wären eben diese E-Fuels eine Möglichkeit, vielleicht die einzige Möglichkeit, um diese Autos auch noch emissionsfrei zu betreiben. Gut, dann ist ja die Automobilindustrie sehr gefordert, nicht nur die Klimaziele zwingen zu radikalen Transformationen, auch die Digitalisierung hat Einzug gehalten im Automobilbau. Wir reden über selbst parkende, sogar selbst fahrende Autos. Wie nah sind wir an dieser Vision, dass wir ins Auto steigen und Zeitung lesen, ohne dabei Angst vor einem Unfall haben zu müssen? Wie kommt das, oder? Das kommt zwar langsamer oder viel langsamer wie gedacht. Diese Systeme sind ja schon vor 5 Jahren angekündigt worden und sollten eigentlich schon längst im Markt sein. Die Aufgabe ist sehr komplex. Man braucht viele Sensoren im Fahrzeug, man braucht sehr intelligente Algorithmen, man braucht viel Rechenleistung, man braucht redundante Aktuatorik, sprich Lenkung und Bremse. Das ist sehr aufwendig. Man hat es jetzt geschafft, oder Mercedes-Benz ist jetzt die erste Firma in Europa, die so ein System zugelassen bekommen hat. Auch die Zulassung ist ein schwieriges Thema, damit man auf der Autobahn in Stausituationen bis 60 km/h autonom oder automatisiert fahren kann, wobei hier die Verantwortung dann aufs Fahrzeug übergeht und der Fahrer nicht mehr verantwortlich ist, muss aber bereit sein, wenn er aufgefordert wird, wieder zu übernehmen. Und dann haben wir den ersten Fall, wo man wirklich im Fahrzeug zum Beispiel Zeitung lesen kann oder E-Mails bearbeiten. Also bei relativ langsamem Tempo bis zu 60 km/h. Das ist also ein ziemlich eingegrenzter Anwendungsbereich. Und ja, der aller Anfang ist schwer und ich glaube, das ist schon mal ein großer Erfolg, dass das sogar eine deutsche Firma geschafft hat. Tesla kündigt ja auch an, solche Systeme zu bringen, aber solche Systeme, wo der Fahrer nicht mehr verantwortlich ist, hat Tesla selbst in den USA noch nicht auf den Markt gebracht. Aber ich glaube, selbst einfachere Systeme wie Einparkautomatik wird vom Konsument nicht unbedingt sehr intensiv genutzt. Also man hat dann gewisse Systeme im Auto, die schon diese Manöver beherrschen. Aber der Mensch hat dann auch andere Wünsche. Also so die Freude am Selbstfahren und Selbstumsetzen oder das Bedürfnis, das mit menschlichen Maßstäben und Kriterien zu tun, ist schon noch da. Also Sie haben, glaube ich, Experimente gemacht beim Einparken mit Automatiksystemen. Also wir beschäftigen uns überhaupt sehr intensiv mit dem Fahrerlebnis. Das ist natürlich das Lenkgefühl, das Bremsgefühl, das Fahrzeughandling, aber auch beim Einparken und mit dem Automatisieren der Fahrzeuge muss man auch schauen, ob der Kunde mit den Systemen auch zufrieden sind. Und da gab es eine Studie zum Einparken und wir haben mal verglichen, wie parkt der Mensch ein und wie parken die neuesten Systeme von Oberklassefahrzeugen automatisiert ein. Und da haben wir halt festgestellt, dass der Mensch andere Strategien wählt, also zum Beispiel das viel harmonischer macht als diese momentanen Systeme und dass hier noch Optimierungsbedarf gibt, damit die Leute sowas auch gerne benutzen. Zum Beispiel werden die Parklücken nicht immer erkannt, je nach Licht- oder Umweltbedingungen. Und somit sind die Systeme noch nicht so ausgereift, dass die Leute das gerne nutzen. Okay, also doch noch viel Optimierungspotenzial, selbst bei Dingen, wo man vielleicht denkt, ja, das gibt es schon lange, aber es ist noch nicht ganz so für den Menschen geeignet. Gut, dann vielleicht, weil das ja ein Finanz
Cast ist, wo es eigentlich um Finanzmärkte und Anlagen geht, dann noch ein paar vielleicht Fragen oder Meinungen zu den Aktien in der Automobilindustrie. Die deutschen Automobilunternehmen haben ja recht gute Ergebnisse erzielt im Großen und Ganzen jetzt in diesem Jahr, trotz allen Schwierigkeiten. Jetzt eine direkte Frage, würden Sie jetzt eher eine Tesla-Aktie kaufen oder eine Aktie eines deutschen Automobilherstellers? Wie sehen Sie das? Also ich bin froh, dass ich nicht gegen Tesla-Aktien vor 5 oder vor 10 Jahren gewettet habe. Das hätte wahrscheinlich viel Geld verloren. Es ist wirklich sagenhaft, wie unterschiedlich der amerikanische Finanzmarkt tickt, im Vergleich mit dem europäischen, speziell auch bei den Automobilwerten. Also wir haben ja auch Lucid zum Beispiel als neuer Player. Mhm. Und die Fantasie, was so ein neuer Player wie Tesla entfacht, ist einfach sagenhaft. Es gibt eine eigene Community und ein eigenes Ökosystem. Mhm. Ob diese hohen Bewertungen im Vergleich mit traditionellen Herstellern wie beispielsweise BMW oder Mercedes-Benz oder Hyundai rechtfertigt, ich kann es mir nicht erklären, aber Aktien sind genauso wie Fahrzeuge ein sehr emotionales Thema. Sehr emotionales Thema. Ja. Gut. Dann vielleicht die allerletzte Frage, was fahren Sie selbst für ein Auto? Würde ich jetzt von einem Fahrzeugtechnikprofessor schon gerne wissen, als ja. Idee sozusagen. Also ich fahre einen Audi A7. Das ist der Nostalgie geschuldet. Ich habe ja länger bei Audi gearbeitet und in der gewohnten Umgebung fühlt man sich besonders wohl und das war der ausschlaggebende Grund. Oh, das ist noch ein Benziner in dem Fall, oder? Das ist ein Diesel. Ein Diesel, okay. Ein Diesel und also ich glaube, auch die Dieseltechnologie hat auch noch eine große Zukunft vor sich, speziell in den Nutzfahrzeugen. Bei den Nutzfahrzeugen. Okay, vielen Dank, Herr Pfeffer, für dieses sehr interessante Gespräch. Dankeschön.